Moin und herzlich willkommen hier zurück zum LR22 auf der schönen Nordermarsch. Ja, wie angekündigt, ich bin jetzt beim Shop und wir holen Tierfutter für Schweine und für Hühner mit unserem kleinen süßen Anhänger. So, hab mir gedacht, verladen wir dann auch mal selber. Ich kriege da alles mit auf den kleinen Anhänger. Ist der süß. Also habe ich mir wirklich ein bisschen größer vorgestellt, Leute. Nein! Ich dachte, ich kann den da so raufpacken. Das ist doof. Ja, okay, dann Planänderung, dann machen wir es so. Ich weiß gar nicht, wie viel da raufpasst. Ich dachte, ich kann die da so raufpacken. Dann hätte ich den Großen mitnehmen sollen. Ich hätte den als, ich hätte den als Pritsche machen müssen, ne? Ja, ich schätze mal so viel. Ich weiß gar nicht, ob da alles raufpasst, ob da 2000 Liter raufpassen. Keine Ahnung. Ja, nee. Gut, dann fahre ich den mal eben schnell weg und dann... Oder wir machen das gemeinschaftlich. Scheiße. Und dann kann ich den ja als Pritsche umbauen. Müsste ja eigentlich auch nichts kosten, ne? Ist ja nun nicht so schlimm. Aber gut, da habe ich ja wieder was gelernt. Ja, stimmt auch. Du musst das ja als Pritsche dann umbauen. So, dann wissen wir wenigstens gleich, wie viel hier reinpasst. Ah, du kannst auch weiter zurück, Eule. ...1600 Liter. Oh, okay, gut. Zum Glück ist das ja nicht weit und dann baue ich ihn gleich als Pritsche zu Hause um. Machen wir es zusammen? Ja, wir machen es zusammen, weil im Moment ist hier ja... bei uns eh alles ein bisschen nicht mehr so viel los. Wir gehen ja ans Jahresende zu oder sind ja eigentlich schon im Jahresende fast. Oktober. Gleich nochmal pennen. Würde ich sagen, heute mal in der Folge ein bisschen entspannter, ein bisschen Tiere füttern, gucken, was sie so machen. Ja, ein bisschen Hof aufräumen. Weiß nicht, ob sich das noch schon lohnt zu waschen. Wir können auf jeden Fall gleich nochmal Aufträge pennen. Muss ich, werde ich bestimmt auch nochmal. Gras, denke ich, werden wir in diesem Ingame-Jahr wohl nicht mehr schneiden. Das wird dann wohl erst im nächsten Jahr was. Aufträge, keine Ahnung, ob es vielleicht noch Mais gibt, ob noch Mais drauf ist. Ich weiß es nicht. So, Schweinis. Schon mal eine Ladung. Guter. Der Anhänger ist echt putzig, oder? Der wäre eigentlich was so für so ein kleines Ding. Aber immerhin hydraulische Abkippung. So, fahre ich jetzt einmal in die Garage, in die Werkstatt und dann gucken wir mal. Ich meine, den konnte man noch als Pritsche umbauen. Ich will jetzt nicht mit dem ganz großen Anhänger fahren, da habe ich jetzt nicht... Ach, jetzt auch da reinfahren können. Na egal. So, Dille. Sollte reichen.
Das sollte uns dann eigentlich auch nichts kosten, meine ich. Kapazität im Ballenwagen. Genau. Ja. Verdammt, jetzt sieht er noch kleiner aus. Ja, da muss ich sagen, da fehlt mir ein bisschen der PKW hier. Ist es so, wie wir es auf der Alma hatten mit dem Anhänger? Mit dem Autoanhänger? Weil ich glaube, den Autoanhänger kriege ich hier doch nicht ran, ne? Oh, Nase juckt. Ah, und wie? Den kriege ich hier doch nicht ran, den Autoanhänger. So, eingeschaltet habe ich euch, naja. Wollen wir mal sehen, dass wir das hier noch geschafft kriegen vor Ende. Wie gesagt, Kühe sind ja ausreichend versorgt. Hühner eigentlich auch. Schweine machen wir jetzt. Boah, und dann müssen wir wohl doch noch mal sehen, ob wir morgen irgendwie vielleicht doch noch mal einen Auftrag reinkriegen. Sonst müssen wir vielleicht auch noch mal einen Kalkauftrag machen. Kalk haben wir ja noch. Erreicht. Ja, zur Not verkaufe ich tatsächlich dieses Grasgedöns. Wie gesagt, ich produziere ja vor, darum solltet ihr was in die Kommentare geschrieben haben zu dem Teil. Weiß ich es jetzt noch nicht. Ich warte es auf jeden Fall noch ab, bevor ich es verkaufe. Es sei denn, wir haben hier absoluten Notstand. Ich würde jetzt auch tatsächlich erstmal keine Helfer einstellen, es sei denn, es kommt gleich noch ein fetter, in Anführungsstrichen, aber vielleicht doch nochmal ein Auftrag rein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier gleich klappt, aber das müsste ja eigentlich klappen. Eieieiei. So, kleines Anhängsel. Und ob wir denn auch alles raufkriegen? Das wird interessant. So, der war ja jetzt nicht ganz voll. Gucken wir mal. Wir gucken mal, ob keiner guckt. Ich weiß auch gar nicht, konnte der Autolot? Warte, ich muss einmal raus. Muss mir das einmal von draußen. Oh, du bist ja, fahr doch noch dichter. Oha. Ey, denk dran, das ist nur ein ganz kleines Anhängsel. Ein ganz, ganz kleines. Ich glaube, ich muss tatsächlich schon mal Licht anmachen. Nee. Ich stehe doch hier total beknackt. Das Ding ist doch so löd. Fahr doch am besten von hinten ran. Und ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube, das mit den Radgewichten hat sich schon gelohnt. Ne? Ist schon ein bisschen stabiler hier. So, kannst du jetzt... Fährst nämlich von hier ran. Ich glaube, wir kriegen nicht mal alle Säcke mit. Ach, Maruk, da hast du ja wieder was angelacht. Wohl kommt, Leute, ist doch süß. Ich hatte den aber wirklich ein bisschen größer in Erinnerung. Fällt der Sack runter? Nee. Ich hoffe, ich krieg das angezurrt, ey. Aber, ja, mit Glück kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Leute. Sollten wir raufkriegen? Das muss ich stapeln. Doch, kriegen wir. Das sind ja nur noch zwei Sack davon.
zwei Big Macs. Guck mal, ob ich den jetzt noch ein bisschen weiter. Fahr mal ruhig ein bisschen höher, genau. Ja. Ja, aber jetzt geht's halt, ne? Jetzt, wo wir eine Dings gesetzt haben, finde ich schon cool. Halt den als Pritsche. Ja, ist ja auch sinnig, ne? Obwohl ich... Naja, gut, jetzt kann man sich drüber streiten. Jetzt werde ich wieder kleinlich. Dass man das auswählen könnte halt, ne? Als Sack oder als... halt Füllung rein. Aber, mein Gott. Also, das ist ja wirklich dann... Meckern will ich das ja nicht mal nennen. Ein Wunsch. Vielleicht konnte man das ja auch. Vielleicht habe ich es ja nur nicht gemacht. Aber so finde ich schon gut. So, Hühnerfutter. Ein noch. Wenn wir da zu Hause sind, können wir auch. Und die Tiere das Futter zugeteilt haben. Können wir das auch machen. Ja, das ist... Also hier ist tatsächlich das Einzige, dass wir kein Wasser selber herfahren müssen. Das finde ich ein bisschen schade. Das wird uns automatisch abgebucht. Wenn ich das so richtig gesehen habe. So. Ich glaube, der ist ein bisschen überladen. Okay, hat er bloß zwei Spanngurte? Ich hoffe, dass das dazu passt. Oh, wieder hübscher Himmel. Aber ich glaube schon, das bezieht sich ja auf alles hier, ne? Den Spanngurten. Ich hoffe. Ja, sieht gut aus. Gut. So, Abi geht nach Haus. Okay, so fährt man höchstwahrscheinlich nicht, aber... Ist aber nicht regelkonform. Noch alle Säcke hinten drauf. Habe ich schon was verloren. Nee, alles noch drauf. Was sagen? Nee. Da fehlt doch was. Nö, nö. Oh, aber wisst ihr, was wir machen können? Wartet, komm, das muss ja noch. An, aus. Ich muss ja einen Screenshot haben. Das sieht schon lustig aus. So? Aufi. Wobei ich schon am überlegen bin, ob ich... Wann machen wir das? Ja, doch. Wir gehen ja erst 19 Uhr ins Bett. Ich sag mal, vom Licht her geht's ja noch. Das ist ja nun nicht so knallhart. Und ab und zu auch mal... Mach mal ein bisschen Licht aus. Ein bisschen hier im Dunkeln fahren schon braucht. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Welche haben wir hinten? Haben wir die Hühner? So. Aber...
weißt du was? Stellen wir doch hier ab, das Ding. Dann komme ich doch überall hin. Können zwar jetzt bis hinten hin durchfahren, aber... Nee. Ist dunkel, ne? Und wisst ihr was? Kommt. Lass uns pennen gehen. Wir machen das morgen früh. Morgen früh. Die Tiere sind ja nicht am Verhungern. Da haben wir wenigstens, hell. So, 7 Uhr sollte okay sein. Vielleicht ist auch noch irgendwas Neues. Gucken wir gleich mal, ob wir vielleicht einen neuen Auftrag kriegen können. Wie gesagt, würde ich dann aus Kostengründen tatsächlich natürlich wie immer erstmal unser Sale reingucken. Ja, genau. Alles Sachen, die wir nicht uns brauchen, was auch gut ist, weil wir können uns eh nichts leisten. So, gucken wir nochmal. Feld, Ernte. Da bin ich tatsächlich noch gewählt, da doch noch was zu tun. Obwohl, das ist... Kalken könnte man pflügen. Nee, das ist alles... Ich könnte natürlich mal sagen, Liste löschen und neue Verträge, ne? Macht die Sache nicht besser. Kalken könnte ich mir vorstellen. Kalken würde ich mal sagen... Ja, mitnehmen. Kommt. Machen wir jetzt so. Aber erstmal laden wir ab. Erstmal Tiere das Futter rein. Kalken, mal gucken. Wird das. So, was habe ich gesagt? Erst die Hühner. Ah, ich finde den putzig, den Anhänger. Bisschen überladen vielleicht, ja. Mein Gott, aber... Komme ich da durch? Na, lieber nicht. Ah ja, doch, die Radgewichte haben schon... was gebracht. Ich muss sagen, tatsächlich Walzaufträge haben wir ja noch gar nicht gehabt, ne? Wie ist das eigentlich hier nachher? Getreide? Wenn man selber Getreide hat, kann man da die Hühner auffüttern? Sicherheit, ne? Mit seinem eigenen Getreide? Weiß auch nicht, kann man Schweinefutter eigentlich selber herstellen? Naja, ich glaube, ich brauche ja nur die einzelnen Komponenten da reinschmeißen, oder? Ich weiß es nicht. Aber theoretisch? Theoretisch müsste das doch gehen, wenn ich da die Einzelkomponenten bei den Schweinen reinschmeiße. Schon leer. Guckt, dann sind wir im grünen Bereich. Hühner haben genug zu futtern. Sollte auch reichen. Wir haben eh nicht so viele. 10, 11 Stück mit Haaren, ne? Und geschlechtsreif dauert auch noch. Ja, wir haben ja die klein gekauft. Oder noch jung. War ja auch so beabsichtigt. Ist ja auch alles gut. Waren halt günstig. Dauert halt ein bisschen, bis sie Eier legen. Kostet uns natürlich dann mehr Futter, aber ja, gut. Ich weiß auch nicht, vermehren die sich nachher? Vermehren sich eigentlich die Schweinis? Aber ich denke schon, weil aber ansonsten, was soll man mit Schweinen, ne? Ah, du musst von hinten, Der Trigger haut sonst nicht hin. Parken.
Nee, den angebrochenen Sack habe ich ja nach vorne gepackt. So, ihr Lieben. Läuft. Jojo. Leute. Ich finde die voll gut hier. Ja, das ist schon klasse, dass wir die hier gekauft haben. Da kommen auch noch ein paar mehr zu. Auch wie gesagt, auch Kühe, natürlich Kühe, damit wir mehr Milch kriegen. Mistgülle ist natürlich cool dann für unsere Biogas, sag mal schnell. Ah, Dünger! Dünger können wir auch. Ja, seht ihr, so ein Miststreuer, ein Güllewagen, aber da haben wir jetzt so wenig von. Da haben wir so wenig von. Ich weiß gar nicht, was bräuchten wir zum Beispiel für Feld 83 an Gülle? Guck mal hier, Gülle. Ah, fast 50.000 Liter. Für den anderen fast 14.000. Wir haben zurzeit, also Gärreste oder, ne, haben wir, guck mal, wir haben Gülle. Hier 2.413. Und wir haben in der Biogas tatsächlich mal gerade 11.216 Liter Gärreste. Das ist ja nicht doll. Aber irgendwann haben wir genug. Dann können wir. Und wir haben ja auch noch nicht viele Schweine. So, letztes Säckelchen. So, den Kalkauftrag habe ich angenommen. Schiebst den kleinen Anhänger weg. Der war eh der kleinere. Du fährst, das geht ja gar nicht. Schon mal ein bisschen vorsichtig sein. So. Jetzt sollten wir ja auch genug. Aber tatsächlich ist das noch nicht grün hier, ne? Also da ja, aber hier nicht. Aber es ist alles drin. Aber guck mal, wenn ich sage Wurzelfrüchte, Proteine, Getreide. Du kannst sie mit Mais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Schuhum und Zuckerrüben füttern. Außerdem benötigen sie Wasser. Das ist ein Jungtier. Tiere, die gesund und älter als 6 Monate sind, können sich fortpflanzen. Ah, die Zahlen in Klammer beziehen sich auf die Effektivität des jeweiligen Futters. Ach so. Also das würde doch heißen, wenn ich denn doch falsch da bei den Kühen auch falsch davor gewesen, ne? Wenn ich das alles einzeln reinhaue, ne? Ist das denn, dass ich die 100% auch hab, ne? Weil Gesundheit ist ja 100%, das funktioniert. Und hier sind ja 50% drin, also zusammengezählt sind sie ja 100%. Ist das bei denen denn genauso? Nee. Also Mischration würde 100, doch, Mischration bringt 100%. Ja, das wären 120%. Aber ist bei Schwein das denn anders, oder? Weil ich meine, bei Kühen kann ich eine Mischration herstellen und habe 100%. Und wenn ich den dementsprechend das hier gebe, weil ich schätze mal, Basisfutter wird ja Sonnenblumen, Raps und sowas sein. Getreide wird dann ja sein Weizen, Mais, Weizen, also Weizengerste. Mais ist, schätze ich mal, auch nochmal Protein. Sojabohne ist Protein, denke ich. Kartoffeln ist halt Wurzelfrucht, ne? Ja. So, wo parke ich dich? Ich packe dich erstmal hier, oder? Weil wir haben ja noch einen Kalkauftrag, den würde ich gerne noch machen wollen. So. Mädels. Da hinten ein Fuchs, nein, ein Reh. Ja, ich sag euch das. So. Ich
hoffe, ich habe da überhaupt noch Kalk drin oder war das Dünger? Maruk wieder. 5718 Liter? Eieiei. Eieiei, da müssen wir mal gucken. Kalken. Feld 70. Das ist ja hier auch Feld 70. Feld 70. Kalk. 2980, was habe ich gesagt? Wie viel haben wir ja drin? Eigentlich müsste das reichen. Eigentlich müsste das reichen. Wo ist denn Feld 70? Kommt mir irgendwie bekannt vor. 69, 70 da oben in der Ecke. Da können wir nebenbei, das ist ja bei unserer Biogas tatsächlich auch. Jo, da fahren wir doch mal wieder mit unserem kleinen Fenty. Auf wie geht's, auf wie geht's. Ich ja auch. Ja, fahren wir hier rum. Andersrum wäre ja auch gegangen. Oder ich muss sie nochmal löschen. Ja, ich mag den hier schon. Ich mag den echt. Hätte ich ja so nie gedacht. Ich bin ja mehr der Faule und mich nervt das auch mit dem Schalten eigentlich. Also das manuelle Schalten, aber der schaltet so gut, so schnell. Das finde ich dann schon, was, das ist hier echt voll in Ordnung. Straße rein war ja hier. Ist hier am Deich lang. Boah, so langsam, ne? Wird's. So langsam wird es, Leute. Gut, dass ich Verkehr ausgestellt habe. Wird das was von vorne kommen? Diese Biogasanlage läuft. Da werden wir auch noch ein bisschen Kohle kriegen. Moin Biogas, grüß dich. Hau mal schön hier Zeus raus. So, 70 ist ganz oben. Das ist auch ein annehmbares Feld hier. So, ja, das ist ja schnell gemacht. Das ist ja schnell gemacht. Kalk war ja 18, ne, oder? Also 18. Aber das ist ja nun wirklich ein bisschen wenig hier, oder, Kollege? 6 Meter? Nee, 18. So. Weil ich schon fast sage, naja. Springst du um? Was? Nee. Ich möchte gerne. So, danke. So, ja, machen wir hier auch noch zusammen. Das machen wir natürlich zusammen hier. Ja. 10% abgeschlossen. So, ich hoffe, dass das mit dem Kalk müsste aber eigentlich reichen. So, müsste das reichen. Ja, so aber nicht, Kollege.
habe ich mich schön vergrüßt. Das habe ich versehentlich das falsche Knöpfchen gedrückt. So, jetzt machen wir das lieblos. Jetzt machen wir das lieblos. Ich dachte ja auch immer, dass der aufhört. Ich sag ja noch, ich wollte es ja nicht machen. Eigentlich nicht. Aber wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld, Leute. Gibt's kein Flüssigkalk? Ja. Nee. Ja, da werdet ihr wohl auch gleich sagen, Ende im Gelände, oder? So viel ist ja, naja, obwohl bei einigen Feldern ist es halt so, dass man da wirklich so abgeschlossen. Sehr gut. So, Leute, ja, und damit kann ich auch die Folge beenden, ne? Habe ich schon einen Screenshot gemacht eigentlich für die Folge? Ja, wir hatten ja, glaube ich, Schweinezeugs geholt, ne? So, wartet, wir machen hier jetzt nur noch einmal schnell gemeinschaftlich, dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen. Abgeschlossen, sehr gut. Abschließen. Oh, da ist aber was Neues zugekommen. Abschließen. Den schließen wir ab. So, gucken wir mal. Oh ja, seht ihr, Maisernte. Ja, hervorragend. Nehme ich an, ne? Nehme ich an. Vertrag akzeptieren. Und ich sage dann mal, dass wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall denn Richtung Maisernte begeben. Das ist gut. Gut, dass ich mein Vehikel noch nicht gewaschen habe. Den fahre ich dann zurück und dann sehen wir uns... Dann sehen wir uns nachher auf dem anderen Feld. Maisernte. Gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Euer Maruk. Ciao. Oh, Gott sei Dank. Und ich dachte schon, es gibt nichts mehr.